Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Hier wieder mal zu Gast bei der Börse Stuttgart und Richard Dittrich. Schon seit einer Weile sind wir hier und machen regelmäßig Videos. Und heute geht es mal wieder um Anleihen und die Renditeberechnung von Anleihen beziehungsweise um die ganzen verschiedenen Einflussfaktoren, denn da gibt es ja eine Menge. Es gibt nicht die richtige Formel, wir werden auch nicht mit Formeln umschmeißen. Kommen wir gleich dazu. Wir schmeißen stattdessen den Stift. Okay, los geht's. Okay, dann legen wir doch mal los, Richie. Du hast doch einiges wieder hier vorbereitet, sehe ich gerade. Ja. Einflussfaktoren auf die Rendite. Ach, Rendite, vor allem Anleihen. Gibt es natürlich viele verschiedene Arten der Berechnungen. Wichtig, ich habe eigentlich keine Lust, mit irgendwelchen großen Formeln um mich zu schmeißen. Mir ist es mal wichtig zu sehen, wie kann ich das Ding eigentlich berechnen? Weil es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Mhm. Und mit welchen Einflussfaktoren durch kleine Änderungen kann plötzlich eine ganz andere Rendite rauskommen. Mhm. Und vielleicht auch mal, was ich mitgebracht habe, ist eine kleine Auswertung. Wie werden die Renditen eigentlich berechnet bei uns, vor allem wenn es um sogenannten Stückzinsen geht. Also auch da gehen wir mal drauf ein. Und am Schluss hoffentlich haben wir mehr Antworten als Fragezeichen generiert. Aber steigen wir gleich mal ein. Und genau das, was du gerade gesagt hast, Einflussfaktoren, die habe ich nicht mal ganz kurz zusammengefasst. Ja klar, man muss erst mal gucken, was zahle ich rein, was kommt raus. So Rendite einfach. Und was kann es bei einer Anleihe sein? Das ist ganz klar, einer der Punkte ist Kursgewinn oder Verlust. Ja, im Normalfall kriege ich meine 100% wieder, wenn alles läuft. Mhm. Es gibt aber Situation, da kriege ich eine Anleihe gekauft unter 100, 98%. Es gibt auch Situationen, da zahle ich eben über 100, 105%. Ja. Und eben dementsprechend, wenn ich am Schluss 100 rauskriege, beim einen mache ich einen Kursgewinn, genau, 2%, beim anderen mache ich einen Kursverlust, 5%. Das wäre ein wichtiger Faktor. Und der zweitwichtigste Faktor ist natürlich die Zinserträge. Logisch. Wie viel läuft da jeden Monat rein? Wir haben vorhin im Gespräch festgestellt, vieles, was man hieraus lernen kann, kann man eigentlich auch beim P2P-Bereich anwenden. Ich glaube, das wird Zeit für ein zweites Video. Ja. Dann nehmen wir das mal als Aufbauvideo und das zweite machen wir mal bei Gelegenheit. Genau. Weil da kann man vieles, was man hier erkennt, dort schön anwenden, obwohl das für den ersten Blick eigentlich gar nicht zusammenpasst. Aber an sich, beides sind Sekundärmärkte. Bei beidem kann man solche Kreditversprechen, wie man auch immer nennen möchte, handeln. Und dementsprechend vielleicht ganz interessant. Ja. Aber bleibt mal hier. Haltedauer ist das Nächste, ganz klar. Wenn ich natürlich einen sehr Kurzläufer habe, dann ist natürlich die Rendite dementsprechend bei kurzer Zinslauf geringer. Ja. Bei einem längeren Zinslauf kann es natürlich höher sein. Es kommt auch natürlich darauf an, wie hoch die Zinstagesberechnungsmethode ist. Das ist jetzt ganz theoretisch, da habe ich aber nachher auch was dabei. Denn es gibt eben nicht genau immer 360 Tage, 65 Tage, 12 Tage. Es gibt verschiedene Methoden, wie man diese Zinstage berechnen kann. Ja. Und je nach Anleihe sind auch verschiedene Grundlagen hinterlegt. Mhm. Und das muss man wissen, wie das genau funktioniert. Und auch damit kann man einige Tage mehr oder weniger Zinslauf haben, obwohl wir vom gleichen Zeitraum sprechen. Ja. Und deswegen gibt es halt nicht die Formel, die funktioniert immer, sondern ich muss gucken, was muss ich für diese Anleihe, wir sind ja beim Anleihen, zugrunde legen, damit es nachher funktioniert. Okay. Auch da kommen wir nachher dazu. Und was ich als die nächsten zwei Punkte noch dabei habe, sind Sachen, die in den meisten Fällen gar nicht berücksichtigt werden, aber die auch einen Einfluss haben könnten. Stell dir mal Folgendes vor, Koya, ich kaufe von dir eine Anleihe, die bereits ein halbes Jahr lang einen Zinslauf hat. Mhm. Ein Zins von, sagen wir mal, 5%. Ja. 10.000 Euro. Mhm. Du verkaufst sie mir, also muss ich dir Zinserträge zahlen, weil du Klar, Zinsen weil ich hatte sie ein Genau, du möchtest für das halbe Jahr Zinsen von mir haben. Genau. Nennt man Stückzinsen. Genau. Und das Geld, was ich dir jetzt hier zahle, wird dir aber nicht verzinst. Ich zahle jetzt ja, also theoretisch 2,5%, die Hälfte für 5% nach einem halben Jahr, auf die 10.000 Euro. Dieser Betrag wird. Die lege ich ja nicht wieder an, in Anleihe oder so. Ich kann sie anlegen, weil ich gebe sie dir zinsfrei. Genau. Und das Geld wird im Normalfall bei der Renditeberechnung nicht berücksichtigt. An sich müsste man auch überlegen, dass ja eigentlich für ein halbes Jahr eine zinslose Anlage ist. Nur ein kleiner Betrag, wenn wir jetzt auch nicht so arm Schlucker sind wie wir, sondern nicht für 10, sondern für 150.000, 200.000 was anlegen, dann macht es doch irgendwann mal den Kohl fett. Aber das ist ein Punkt, der in den seltensten Fällen mit bei der Rendite berücksichtigt wird. Aber wenn man das ganz genau nimmt, müssen wir auch drauf schauen. Und der nächste Punkt ist Folgendes. Wir haben jetzt eine Anleihe mit 4 Jahre Laufzeit. Mhm. Berücksichtige ich jetzt die Zinsen, die mir immer wieder gut geschrieben werden über die Jahre, als ob ich die wieder anlegen würde oder nicht? Mhm. Und wenn ich davon ausgehe, ich lege sie wieder an, mit welchem Zinssatz lege ich das zugrunde? Genau. Also da gibt es verschiedene Methoden. Da gibt es eine Methode, die sagt, ich lege es immer zum gleichen Zinssatz an, den ich momentan habe. Ja. Kann aber sein, ich kriege das gar nicht mehr hin zu dem Zinssatz. Mhm. Es kann sein, ich kann die nur zu viel höheren oder ich muss einen viel niedrigeren Zinssatz annehmen. Mhm. Auch da
stoßen häufig normale Renditeberechnungen an ihre Grenzen. Man kann von Vermutungen ausgehen, man kann sagen, es gibt die sogenannte ISMA-Methode, da geht man vom gleichen Anlagezins aus, man kann es versuchen, aber im Endeffekt geht es häufig dann eben doch nicht und man hat einen ganz anderen Zinssatz zugrunde gelegt. Also gerade die letzten zwei Punkte, die sind sehr, sehr schwierig. Und eigentlich müsste man ja, ich meine, bei Rendite ist ja auch schon schwammig genug, wenn wir irgendwie Aktienrenditen miteinander vergleichen, dann geht es ja auch immer schon so, ja, welche meinst du jetzt genau? Und also mit Zinsen, oh, Steuern, ja, oder Steuern, genau, nominal, inflationsbereinigt, nicht inflationsbereinigt. Ja. Grundsätzlich macht man es ja so, dass man die Steuern weglässt, damit man so eine gleiche Verrechnungsbasis hat. Aber wenn du ja zum Beispiel das, was du gerade gesagt hast, 4 Jahre, da zahlst du natürlich, wenn du Zinseinnahmen hast, auch Steuern drauf und dann wieder Anlagekosten. Das müsstest du eigentlich ja dann auch immer definieren, ob du es mit berücksichtigen willst oder nicht. Ne? Deswegen muss halt jeder selber sagen, wie genau möchte ich es machen. Und je genauer, je verzwickter wird die Berechnung. Besser dann irgendwann so ein... Ja, und wenn halt dann überall im gleichen Prinzip und nicht bei einer Anleihe extrem genau und bei der anderen bis ans letzte Zehntel Cent gerechnet, weil man soll es halt schon vergleichbar machen. Deswegen macht es. Und nochmal, Rendite. Rendite macht auch nur dann Sinn, wenn man das Ganze auch auf eine P-Anno, also pro Jahr Rendite, runterbricht. Mhm. Weil ich habe ja nicht immer 4 Jahre Laufzeit und 4 Jahre Laufzeit und 4 Jahre Laufzeit. Ich habe unterschiedliche Laufzeiten. Damit ich die vergleichen kann, muss ich dann die unterschiedlichen Renditen auch auf die Rendite pro Jahr runterbrechen. Ja. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil sonst funktioniert das Ganze auch nicht. Also als erstes will ich sagen, schauen wir uns mal einen Kurs, Gewinn oder Verlust an. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, na gut, wir haben eine Anleihe, 10.000 Euro nominal. Mhm. Wir haben noch 4 Jahre Restlaufzeit, damit das Ganze ein bisschen leichter zu rechnen ist. Ich kaufe sie für 98%. Mhm. Kann man hier ganz klar sagen, pro Jahr mache ich 0,5% Kursgewinn. Wichtig, bei solchen Renditen ist es immer einfach, sie auf Fälligkeit zu berechnen, weil ich da eben weiß, 100%. Ja. Wenn ich aber sage, ich verkaufe die wieder in zwei Jahren, weiß ich halt nicht, kriege ich linear. Ja, genau. Also es wird nicht linear bis zu 100% ansteigen, es kann auch ein bisschen schwanken. Ja. Und deswegen, wenn ich es in 2 Jahren verkaufe, dann macht die Renditeberechnung wieder gar keinen Sinn, weil ich kann nicht sagen 0,5 pro Jahr, das heißt, in 2 Jahren ist er 1% höher. Kann sein, muss aber nicht. Deswegen, eine ordentliche Renditeberechnung sollte immer auf Ende der Laufzeit, weil das sind Faktoren, die kenne ich, alles andere ist geschätzt. Genauso kann man auch natürlich mal einen Kursverlust machen. Gleiches Szenario, nur ich kaufe die Anleihe jetzt zu 104%, zahle also mehr, als ich nachher zurückkriege und dementsprechend würde ich pro Jahr 1% Kursverlust machen. Wer sich bisher mit Anleihen noch nicht so beschäftigt hat, stellt jetzt vielleicht auch die Frage, warum? Warum soll ich mehr als 100% zahlen, wenn ich weiß, ich kriege nur 100? Die Antwort ist relativ einfach, wenn man mal sich genauer mit der Thematik beschäftigt. Bei den Zinsen kann man immer wieder von einem aktuellen marktüblichen Zinssatz sprechen. Genau. Also man sagt sich, eine ähnliche Anleihe von einem ähnlich guten Unternehmen mit einer ähnlichen Bonität, mit einer ähnlichen Laufzeit, die jetzt neu am Markt ist, dafür gibt es Prozent XY. Ich habe jetzt hier gesagt, mal 0,5%. Ich hoffe, dass man vielleicht mal in 20 Jahren das Video sich anschaut und sagt 0,5. Aha, jetzt gibt es ja schon wieder 1,5. Momentan sind wir halt irgendwo auf dem Niveau. Und da muss man halt ganz klar sagen, wenn ein marktüblicher Zinssatz bei 0,5% liegt, und ich habe aktuell eine Anleihe, die auch ähnlich gute Bonität hat, ähnlich gute Laufzeit, die aber über 0,5 liegt, die also stark gesucht wird, dann ist es ja auch klar, ich gebe sie erst dann ab, wenn ich mehr als 100 kriege. Ja. Also muss auch der Käufer bereit sein, mehr zu zahlen. Ja. Genau im Gegenteil, wenn ich halt eine Anleihe habe, die sogar noch unter 0,5% notiert und ich will sie unbedingt verkaufen, Sekundärmarkt, ich muss irgendjemand finden, der sie mir abnimmt, da muss ich ein kleines Bonbon dazulegen und das Bonbon heißt dann halt, so ich, wie oben dann. Genau, ich nehme Kursverlust hin und sage, na gut, du kriegst sie halt nicht zu 100, sondern zu 99,5 und über diesen Kursverlust, den ich nehme, den Kursgewinn, den der andere machen kann, kann man den schlechteren Zinssatz wieder ausgleichen. Ja. Also wirklich das Geheimnis ist hier, marktüblicher Zinssatz und um den rum pendelt sich immer der aktuelle Kurs. Was man auch sagen muss, wenn ein aktueller Kurs unter 90, unter 80 liegt, dann liegt es nicht nur am marktüblichen Zinssatz, sondern liegt es auch daran, dass das Vertrauen in unser Unternehmen nicht mehr wirklich groß vorhanden ist und viele Teilnehmer vielleicht sogar schon von einem Ausfall-Szenario ausgehen. Genau, dann kann diese unabhängig davon fallen. Ja, das ist also, klar. Man muss halt immer sagen, ab einer gewissen Grenze spielt das hier nicht mehr ein übergeordnetes Ziel, sondern dann gibt es halt andere Probleme, die das Unternehmen hat. Aber im normalen Fall kann das oder ist das der ausschlaggebende Punkt. Das wäre der Kursgewinnverlust, den ich einfach einrechne. Das nächste, ich habe jetzt mal eine ganz simple Kippformel, vielleicht kennt ihr noch jemand, wo man einfach seinen Zinsertrag ausrechnen kann. Heißt einfach, K ist mein Kapital, I ist Impera, also Zeit, und P wäre der Prozentsatz durch 100 durch 360. Und damit kann man sich, also durch 100 durch 360, und damit kann man sich zum Beispiel mal ganz einfach ausrechnen lassen, was für einen Zins, also in Eurobetrag kriege ich ausgezahlt. Mhm. Also hier 10.000 Euro bei 98 Tagen Laufzeit bei 1,25%.
wäre das halt runter der Betrag, den ich dafür kriege, für die entsprechende Laufzeit. Und warum ist es jetzt 360? Genau, 360, 365, haben wir ein Schaltjahr, 366, da kommen wir nachher noch drauf. Mhm. Genau das ist der Punkt, dass es unterschiedliche Zinszahl- oder Zinsmethoden gibt. Mhm. Gehe ich von einem Jahr mit 360 Tagen aus, gehe ich im Jahr von 365 aus, also gehe ich von realen Tagen aus, von festen Tagen. Es gibt, das kann ich schon mal vorwegnehmen, eine Zinszahl oder Methode zum Zählen, die nennt sich 30-360. Man geht einfach pauschal dabei aus, dass jeder Monat 30 Tage hat. Ja. Und jedes Jahr hat 360 Tage. Fertig. Okay. Das kommt aus den Zeiten, als man wirklich noch das Ganze mit Hand am Arm rechnen musste. Heute mit Excel und Computer ist es total simpel. Mhm. Aber es gab halt auch Zeiten, da hat man das wirklich noch in einem Buch geschrieben. Okay. Und von Hand gerechnet. Ja, ja. Das ist gar nicht mehr so lange her eigentlich. Ja. Und da, um das Ganze einfacher zu machen, hat man dann einfach damals die Methode gehabt, jeden Monat 30 Tage, jedes Jahr 360 Tage. Dankeschön. Ist natürlich eigentlich, wenn man es so anhört, relativ veraltet. Ich habe nachher mal mitgebracht, wie viel Anleihen bei uns nach welchem Schema zu berechnen sind. Mhm. Da werde ich euch eins jetzt schon vorwegnehmen. Die 30-360 Tage ist die zweithäufigste. Okay. Obwohl die ja eigentlich nach Steinzeit klingt. Okay. Da war ich selber überrascht, weil genau davon bin ich eigentlich gar nicht ausgegangen. Ja, die haben vielleicht keine Lust, die Lehrbücher zu ändern von damals. Na, das liegt ja nicht an Lehrbüchern, sondern ist jetzt das Verrückte ist, das Unternehmen selber, das die Anleihe ausgibt, kann sagen, nach welcher Methode die Anleihe berechnet werden soll. Okay. Also es liegt nicht an uns als Börse, es liegt nicht an Banken, sondern es liegt an Unternehmen, die die Anleihen ausgeben. Die da habe ich übrigens auch was dazugelernt beim Recherchieren, das wusste ich auch nicht. Okay. Also genau die Zeit, das ist die Tage 360 und 98, das wäre nämlich genau der nächste Punkt. Und das sind die vier wichtigsten Zählmethoden, die es gibt. Mhm. Das sind 30, 360, Actual, also tatsächlich 360, Actual 365 und Actual, Actual. Das sind diese vier wichtigen Methoden, die eigentlich Anwendung finden. Der große, große Unterschied, man sieht ja schon, beim ersten, bei 30, 360 geht man halt wirklich ganz langweilig davon aus, wie erwähnt, jeder Monat, 30 Tage, jedes Jahr 360, fertig. Bei Actual 360 geht man zumindest beim Monat von den richtigen Tagen aus. Ja. Sobald man aber in die Jahresberechnung geht, hat jedes Jahr 360. Wieder, okay, ja. Da fehlen also quasi 5 Tage. Ja. Dann gibt es das nächste Actual 365. Im Vergleich zu vorher wird halt das Jahr zumindest relativ genau berechnet mit 365 Tage. Und das letzte ist eigentlich das, von dem man heutzutage ausgehen sollte, dass jeder Monat mit den richtigen Tagen angewendet wird, jedes Jahr und auch das Schaltjahr mit den entsprechenden richtigen Tagen. Immer anders dann halt. Genau. Theoretisch dann im Schaltjahr die Aktie eine andere Rendite, Anleihe. Die Anleihe eine andere Rendite dann als im Nicht. Minimal, weil halt ein Tag mehr genau. Statt 365, ja. Ganz genau. Und das ist eigentlich die Version, wo ich jetzt, wenn ich von außen stehe, das erste Mal mit Renditenberechnung mich beschäftigen würde, davon ausgehe, dass das angewandt wird. Ist nicht immer der Fall. Ich habe jetzt mal hier einfach als Beispiel genommen und gesagt, okay, wir schauen mal von heute, 26.07. bis zum 5.09. Mhm. und die Zinstage an mit den unterschiedlichen Methoden. Und was hier auffällt, bei dieser 30-360-Methode ist der aktuelle Monat, der wird gezählt mit 30 Tagen, also habe ich noch 4 Tage. Bei allen anderen geht man von den tatsächlichen Monatstagen aus und es sind halt 31 Tage. Deswegen haben wir hier jeweils 5 Tage. Und so kommt es dann zustande, dass hier, wie man ja sieht, jeder Monat einfach nur 30 Tage hat und am Schluss mit der Zählmethode 399 Tage für die Berechnung herangezogen werden. Mhm. Bei den anderen, wo die Monate richtig gezählt werden, merkt man, wir haben 31, 31, 31, 30 und so weiter und so fort. Wir haben auch mal 29 dabei und dementsprechend, weil wir häufig auch Monate haben mit mehr als 30 Tagen, haben wir am Schluss hier dann bei den Methoden 407 Tage. Und also das gleicht sich im Endeffekt beides aus, halt, so, ne? Ob man jetzt... Ja, eine, also kommt ja das Gleiche bei raus. Bei halt. Den letzten drei in dem Fall ja. Beim ersten sieht man ganz klar, haben wir 8 Tage weniger. Genau, ja. Das und 8 Tage weniger in die Berechnung, da kommt auch so ein ganz anderes Ergebnis auch dabei raus. Wenn wir jetzt natürlich einen längeren Zeitraum uns anschauen würden, wenn wir auch Schaltjahre reinnehmen würden, dann könnte sich das auch wieder ein bisschen unterscheiden. Ja. Wichtig, ich habe gerade gesehen, ich habe einen Tippfehler drin, das hier, bevor die ersten Kommentare kommen, soll 365 und 368 Tage haben. Also mein Jahr hat auch keine... Die 68er. Ein bisschen mehr, genau. Und allein schon aus der Tatsache, dass man häufig unterscheiden muss, wo berechne ich welche Zinstage, hat man auch häufig unterschiedliche Ergebnisse hinten raus. Aber in der Praxis spielt das dann jetzt nicht so einen großen Unterschied, erst ab hohen Nominalwerten, wenn ich wirklich so viel investiere. Aber es gibt halt viele, die sind vor Rentenkackerhaft unterwegs und dann 0,002% Unterschied, da kommt es auf an, shit in, shit out. Und wenn man nicht die richtige Version anwendet, kommt dann hinten das Falsche raus. Oder eben bei der Uni diese berühmten MC-Übungen, wo dann irgendwie so extra solche kleinen Fehler eingebaut werden, um euch Studenten sozusagen zu ärgern. Genau, also immer gucken, welche Zinszählmethode kommt immer raus, weil das Endergebnis kann sich da, wenn man hier ein Beispiel sieht, durchaus unterscheiden. Welchen Einfluss hat es bei uns an der Börse? Ich habe ja vorher gesagt,
gerade für die Stückzinsberechnung ist das ja auch wichtig. Welche Stückzinsen muss ich dir zahlen? Genau. Welche Berechnung kommt da verstanden? Und welche Anwendung da wirklich genutzt wird, hängt nicht von uns, hängt nicht von der Bank ab, sondern es hängt davon ab, welche Methode das Unternehmen in das Verkaufsprospekt reinschreibt. Das heißt, das Unternehmen, das die Anleihe begibt, kann sagen, die Anleihe muss mit Actual berechnet werden. Die muss mit 30-360 oder berechnet werden. Und ich habe jetzt mal alle Anleihen, also ich habe es nicht alle einzeln angeguckt, ich habe, danke übrigens an Listing dazu, ich habe eine Tabelle bekommen, wo ich sehe, welche Methoden werden für welche Anleihe angewendet, habe in Excel ein bisschen das Ganze durchgezählt und dann fällt auf, die Methode, von der wir eigentlich vorher festgestellt haben, die klingt ungenau, ziemlich steinzeitmäßig. Ja, die hat sehr die viel, ist ne? die zweithäufigste mit 7.082 und die genaue, wie man es eigentlich erwarten kann, haben wir 10.192. Ja. Man spricht übrigens auch häufig davon, dass es die deutsche Methode wäre, die 30-360 und dieser hier, die Actual, die europäische. So, stimmt es ja oder nein? Müsste eigentlich auch andersrum sein, oder? Die Deutschen sind so genau. Sind, meinst ja. du? Ich habe jetzt aber mal auch zu Herzen genommen und genau das mal angeschaut und habe mal gesagt, na gut, wir haben jetzt hier diese 30-360er Methode. Ich habe jetzt mal alle 7000 mal auch in Excel durchgejagt und mal geschaut, bei wie viel wird das denn eigentlich angewandt? Und man sieht dann hier, bei wie viel Zahlen oder bei welchen Unternehmensanleihen die Anwendung findet. Und man sieht dann schon ganz klar, es gibt hier schon recht viele, die in dem Bereich unterwegs sind, aber auch andere Unternehmen legen diese Methode zugrunde. Ja. Das heißt also, wenn man sich eine Anleihe berechnen möchte, muss man eigentlich auch wissen, was steht da im Prospekt drin. Oder ganz ehrlich, wie ich es im Normalfall machen würde, ich würde mich an die aktuellste Action halten, die Zinszahlen ganz genau zählen, dann weiß ich auch wirklich, was rauskommt. Ja. Man hängt da nicht groß in der Luft. Aber es können halt durchaus auch mal 2-3 Tage Unterschied drin sein. Nochmal zusammengefasst für den Schluss, es gibt einige Formeln und viele komplexe Formeln. Wichtig ist aber einfach, man muss sich immer bedenken, für was tue ich das Ganze? Mhm. Bin ich jemand, der Millionen, Milliarden Portfolio für Anleihen irgendwie strukturieren muss? Oder möchte ich meine eigenen Anlagen mal genauer anschauen? Ich weiß für viele, die sich jetzt momentan sagen, da hatte ich ein Beispiel von 0,5 oder 1,25 gebracht, hahaha. Ha, ha. Vieles davon kann man aber auch für andere Produkte anwenden. Wir haben gerade ja schon gesagt, irgendwelche Junkbonds oder so, die haben dann eine einmal das, die haben ganz andere Zinsen. Oder Junkbonds ist ein guter Übergang oder auch irgendwelche P2P-Sachen, weil auch die werden verzinst. Auch die haben andere Laufzeiten. Und auch da wissen wir, da gibt es unterschiedliche Zinsberechnungsmethoden. Jeder Anbieter hat da seine eigene Methode. Und da durchzusteigen, was meint der denn eigentlich? Wie gewichtet ist das Ganze denn? Und vor allem kann ich diese Erkenntnisse hier, wie die Zinszahlungsmethoden sind, dass es eben Kursgewinne, Verluste geben kann, kann ich das auch auf mein P2P-Portfolio anwenden. Mhm. Dafür würde ich sagen, machen wir ein anderes Zeit Video. Für ein anderes Video. Wichtig ist, momentan ist klar, Anleihen sind sehr, sehr schwierig zu handeln. Wir haben auch in Deutschland leider dank MiFID hier nochmal ein Problem, denn jede Anleihe, die ein extra ein Kündigungsrecht drin hat oder irgendeine spezielle Klausel drin hat, die eigentlich gut verständlich ist, aber eine spezielle Klausel hinterlegt hat, die dürfen dort MiFID momentan von Privatanlegern nicht gehandelt werden. Mhm. Das heißt also, ein Großteil der Anleihen ist momentan überhaupt nicht handelbar. Die anderen sind trotzdem natürlich sehr stark gefragt, wobei man sieht, vom Herrn Draghi, vielleicht ab September wieder neue Rückkäufe. Auch da ist natürlich der Markt sehr abgegrast, weil es einfach schwierig macht, da zu handeln. Und wenn man dann handelt, soll man zumindest diese Punkte auch. Ist dann wiederum gut für die Aktien vielleicht. Frage ist nur, wie lange noch? Die Frage ist, warum gehen denn die Zinsen, die Ankäufe runter? Weil die Wirtschaft auch nicht so gut geht. Also Wirtschaft nicht gut, schlecht für Aktien eigentlich, aber trotzdem viel billiges Geld gut. Also genau der Spagat, das ist ziemlich interessant, ist vielleicht auch eine Diskussion mal wert. Weil billiges Geld ist ja eins, aber halt, wo investiere ich das? Und lohnt es sich noch in ein Unternehmen oder eine Wirtschaft zu investieren, die eigentlich ja gerade das billige Geld braucht? Stichwort Zombie-Unternehmen. Ist spannend. Ich glaube, da haben wir auch noch mal nichts. Da müssen wir den Markus Krall hier einladen. Ja gut, das wäre mal interessant vielleicht. Der hat ja mal Skype-Schalter dazu holen. Auf jeden Fall, ja. Okay, dann war's das. Vielen Dank für die ganzen Berechnungen. Und dann, falls ihr noch Fragen dazu habt, einfach unten in die Kommentare und dann bis zum nächsten Mal. Jetzt haben wir gleich Community-Meeting hier. Sind aber noch keine da. Noch nicht, wir haben noch ein bisschen vorlaufen. Können wir noch Kaffee trinken. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.